Und es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Instrument in der Weihnachtszeit, das so sehr dieses besondere Gefühl der Weihnacht, der Vorfreude zum Ausdruck bringt wie die Panflöte. Vorausgesetzt, man kann auch mit der Panflöte die Herzen, die Seelen der Menschen erreichen, erfüllen, dann muss man auch diese Sprache sprechen können. Und sie kann diese Sprache sprechen. Sie ist eine Königin der Panflöte, eine Grand Prix-Siegerin und mittlerweile ein gefeierter Weltstar. In den größten Kirchen, den größten Dömern, ist sie eigentlich ein Gast, so wie heute auch hier in der Pfarrkirche in Hartberg, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich verzaubern. So schön kann Weihnachten sein, jetzt mit Daniela De Santos. Aus Niederbayern. Sie haben es geahnt, nicht wahr? Ich bin eine gebürtige Augsburgerin. Meine Eltern sind also dort hinzugezogen. Aber die Generation zuvor, da hat sich ein Spanier in den bayerischen Wald verirrt. Und seitdem habe ich seinen Namen, vielleicht auch ein bisschen die langen, schwarzen, grau melierten Haare und hoffentlich das Temperament.
machen. Danke Ihnen. Liebe Gäste, sind Sie mir nicht böse. Es ist heute der 4. Dezember. Ich möchte noch nicht Stille Nacht interpretieren. Aus Respekt vor der Tradition, aus Respekt vor der Komposition. Für mich gehört das zum Heiligen Abend. Thank you.
Einmal ist doch relativ viel alleine. Die Storkugler wissen das. Mit ihrem Instrument und mit seiner eigenen Leidenschaft. Und dass es dann irgendwann mal gelingt, dass man mit dem, was einem selbst so viel Freude macht, andere ja, mit Freude beschenken kann. Ich glaube, es gibt nichts Größeres. Danke dafür. Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie so ausgeharrt haben. Mir ist ganz bachelwarm. Ihnen wahrscheinlich nicht so sehr. Schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Ich möchte mich jetzt gerne verabschieden. Werde Hartberg in ganz besonderer Erinnerung behalten. Und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Alles Gute. Und vielleicht klappt es und nehmen Sie mich bitte wörtlich. Mit einem Auf Wiedersehen.